Shinubidubi. Shinubidubi. Aber jeder zweiten kommen hier nur Stacheln hoch. Das beruhigt natürlich. Oh, komm mal, Marilyn Monroe. Also nicht die grünen Dinger da, sondern das da unten, das Bild. Weiß gar nicht, ob, wie Shinobi aussah. Ich hab das so gar nicht mehr drauf. Kann ich hier nicht runter? Doch. Ach, mal gucken, hier ist ja Professor Pixel wieder und sondert irgendwas ab. Ah, Pixel! Ignoriere niemals eine offene Tür! Ja. Der säuft doch, oder? So wie der Quatsch, der säuft doch. Aber so richtig wie ein Loch. Nicht so normal, sondern so richtig mit, ach, guck mal, da Super-Icon in, links. Mit dem Schild Open. Da müssen wir wahrscheinlich hin. Super-Icon ist ja auch die Firma, die das hier herstellt und die noch ein bisschen Hate-Mail von mir kriegt. Kommen wir hier irgendwie rein? Kriegen wir auf jeden Fall noch ein bisschen... was ist unten los? Ah, Le Cinema. Ach, Le da ist Le offene Tür. So, und schon sind wir drin. Ja. Merken wir ja da gleich, dass das keine gute Idee war. Oh, das war das Special. Ich würde gerne mal jemanden sehen, der dieses Spiel mit einem Leben durchspielt. So, dann fehlen uns eigentlich nur noch diese vier, ne? Ne, irgendwie fehlen uns noch sechs. Weiß der Geier, wo die letzten sechs sind. Ich habe sie nicht gefressen, der Hund auch nicht. Was natürlich nicht heißen soll, dass ich einen Hund habe. Was aber heißt, dass ich, ach, da oben sind noch welche. Oben rechts. Da. Wieso habe ich die denn nicht eingesammelt? Mich durch, da war ich ein wenig überfordert. So, und über die Dächer von Nizza springen wir jetzt einfach mal so. 91% completed, das ist ja wohl ein Träumchen. Rooms of Nostalgia. Oh, Sonic. Ist das Zufall? Ja, ist es. Ach du meine Güte, wo soll ich denn hier alles, Och, nö. Ach, fast. Fast alle bis auf einen. Also nee, eigentlich alle bis auf einen, aber... So, wie komme ich denn bei euch vorbei? Wie sieht's denn hier aus? Ist das Bubble Bubble? Hat so ein bisschen was davon, ne? So, jetzt muss ich den gleich aufhalten, wenn er auf der linken Seite ist. Oh nein, jetzt ist er da runtergefallen. Ja, das ist ja ein bisschen doof, ne? Uah. Ja, da war ja klar. Also nochmal intelligent machen und dann geht's los. Ja. Nein, nein, nein. Ah. Toll, der Ausschlag bei Audacity sah gerade aus wie ein Schwertfisch.
Was ist da überhaupt mit der Musik los? Ist sie auch langsam besoffen, oder? Oder bin ich es, der betrunken ist? Und das gar nicht hier schon alles mehr merkt? So, wie... ich könnte ja eigentlich mit dem letzten mitlaufen, ne? So den kleinen Mitläufer spielen. Das würde mir ja am meisten Zeit geben, eigentlich. So, und dann... Oh, oben festgespießt. Das sah jetzt eher aus wie ein Wal. Vom Ausschlag her. Ich habe einen Wal als Ausschlag. Ja, dann gehen Sie mal zum Arzt. So. So, da kommen jetzt die anderen nämlich schon. Na komm, mit zwei Herzen einfach mal so durchgerusht. Ah, und eingesperrt. Jetzt kann ich mich nämlich hier mal nur um die Stacheln kümmern. Was schon schwer genug wird. Sind da unten auch Stacheln? Ach so, dazwischen nicht. Das ist ja schon mal ganz gut. Hier sind keine Stacheln. Hier sind auch keine Stacheln. Das freut mich auch. So. So mache ich das. Und bam, einfach mal so bam Bombe. Zack. Nach oben, nach unten geht nicht. Wo ist denn überhaupt die Tür? Ach, nach oben geht's, ne? Ja, hätte ich ihn vielleicht mal doch nicht dahin werfen sollen. Da oben ist doch eine Öffnung, ne? Ich hab's tatsächlich geschafft. Aber hallo! Hallo! So. Auf den Tonnen sind wir sicher. Das ist also Gegenteil Mario hier. Da kommen die auch nur von oben raus. Das reicht ja schon. Das nervt mich so ein bisschen. Ist das Mega Man? Tinue, sag doch mal. Ist das Mega Man? Ach du meine Güte. So geht's natürlich auch. Ach, da oben muss ich auch noch hin. Mist. Und einmal dahin. Boah, Schokoladenland? Der Schokoladenland kommt mir aber irgendwie bekannt vor. War das bei Mickeys Super Castle? Nee, wie hieß das nochmal? Das Mystery Castle? Ich habe keine Ahnung mehr. Das habe ich auch auf dem Mega Master System gespielt. Auch bekannt als MMS. So, da war der kurze Weg einfach mal näher als die Hose. Geht's hier weiter nach oben? Nee. So. Kann ich darauf? Nee. Und die Frage ist jetzt, kann ich darauf? Nee. Oh nein. So kurz vorm Ziel. Alles eingesammelt, alles super gewesen und dann wieder Wahlausschlag. Ja.
Oh, Mann. Ich dachte, das schaffen wir noch mit Unverwundbarkeit durch Damage. Alles ein Sprung, zack, wir haben es jetzt richtig drauf. Wir sind Meister vor den Herren. So, das habe ich ja super gemacht. Oh nein! Ach Mann! Das Spiel mobbt mich. Das mobbt mich nicht nur, das hängt mich an der eigenen Unterhose am Fahnenmast auf. Und salutiert dann davor. Oh nein! Ah! Mist! Das Spiel ist gemein. Jetzt finde ich nicht mal hier den letzten. Nimm mir hier nicht mal den letzten mit, sondern. So, jetzt noch einmal. Ja, wenn ich jetzt nochmal reingesprungen wäre, dann hätte ich aber ohne Vorwarnung einfach mal einen Controller gebissen. Ja, jetzt ist eigentlich auch egal, wo er ist, ne? Obwohl, wenn er jetzt hier ist, dann... Ah, du altes Ungetüm. So, ja, als nächstes dann natürlich ein Speedrun. In unter 10 Minuten. Bestimmt machbar, Herr Nachbar. Genauso wie Atomstrom. Atomstrom ist machbar, Herr Nachbar. Uah. Das hier war eigentlich der einfachste Raum. Also wenn du nicht so dösig bist und in die Stacheln springst oder da reinfällst, so wie ich jetzt eben gerade fast, dann geht's eigentlich. Und hier brauchst du die Dinger ja eigentlich gar nicht. Das hätte auch schön schief gehen können. War schön schief gegangen. Aber wer will auch immer gerade gehen? Oh nein, aber dann sauf ich da jetzt ab. Dieses Spiel ist einfach so pervers. Das ist was für Leute, die sich auch... weiß ich nicht. Die Klöten an Brett rantackern. Und dann freudejauchzen, Juche rufen. So, jetzt muss ich da rüber. Und zwar im richtigen Moment. Und das war der richtige Moment. Der richtige Moment ist natürlich dieser. Und kein anderer. So wie mein Physiklehrer damals immer sagte, nicht mehr und nicht weniger als das. Das war sein Standardspruch. Wie groß ist Pi? 3,14159, schieß mich tot. Nicht mehr und nicht weniger als das.
Ah, das war auch so eine Napfsülze. So. Läuft doch alles. Wenn ich jetzt gleich wieder nicht ins Wasser falle, dann läuft's. So, jetzt nochmal einen Turnus hier abwarten und dann geht das los. So, jetzt gleich mal bitte nicht ins Wasser fallen. Das wäre sehr nett. Danke sehr. Nochmals danke sehr. Wenn hier jetzt auch noch Stacheln wären, ne, dann würde ich ja... Ach, die Schokolade heißt auch noch Super Icon. Ja, super. Super Ingo vielleicht. So, da muss ich auf die rauf. Genau auf dieser Kante stehen. Boah, gerade eben noch geschafft. Okay, jetzt habe ich den einen da noch, um da runter zu kommen. Das heißt, da kann ich rauf und dann auf den einen da raufspringen in der Mitte und dann nach rechts weiter. Wie ich dann da wegkomme, weiß ich nicht. Wahrscheinlich gar nicht. So, ich warte mal, bis die da wieder auf dem Weg nach rechts sind, beide. Warum, weiß ich nicht, aber... Nein! Ach, Mann! Achso, es geht auch so. Und Le Special haben wir auch eingesammelt. Gibt es hier noch einen anderen Weg raus? Nö, natürlich nicht. Ach, du Mann. Und geschafft. 8-Bit Hero, achieved for completing all 8-Bit Machines. Ja, wir sind auch. Amazing. Ja, war's wahrscheinlich schon, ne? Oder wie, oder was, oder wer, oder wo. Amazing skills. You managed to collect all of the special gems and complete the Master System levels. Well done. Try and unlock Mega Drive now. Wie? Ach so, wir haben noch den Mega Drive übrig. Den können wir aber nicht auswählen. Wir haben Special Gems alles. Haben wir hier irgendwas übersehen? Haben die ersten drei denn auch Früchte gehabt? Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Gucken wir mal von ganz Anfang an durch. Okay, hier waren überall Special Gems. Hier haben wir auch überall Special Gems. Hier haben wir auch Special Gems. Ach, das ist das Anfangsgeräusch vom BBC Micro. Und vom ZX Spectrum. Ja. Siehst du mal, ne? Amstrad. Ja, hört sich an wie ein kaputtes Modem. Das ist auch ein kaputtes Modem. Aber hier haben wir auch alles eingesammelt. Und beim Game Boy haben wir auch alle. Und beim NES haben wir auch alle. Aha, hier fehlen uns sämtliche. Ja, Super Nintendo, wissen wir ja. Forest of Zelda. Wo ist denn hier, Ach, hier war Bombe, ne? Aber so richtig Bam-Bombe. So,
dann müssen wir erstmal hier hin, dann dahin. So, da kommen hier nochmal ein paar Stacheln raus. Nein! Ach, Mann, dann ist doch alles für ein Poppes. So, du blödes Gespenst. Geh da mal weg. Ja, natürlich. Du gehst dann plötzlich hoch, ne? Das ist auch so ein Sackgespenst. So, geht mal beide wieder runter. Ja, da bleibst du still. Ich glaube, so ein Mega Drive kriege ich, glaube ich, nicht hin. Dann muss ich hier alles nochmal durchspielen. Und das macht mein armes Herz leider nicht mehr mit. So, kommt hoch, kommt runter, aber Hauptsache, ihr seid hier irgendwo. So. Ging ja so halbwegs gut. Du wirst so vorsichtig in diesem Spiel. Dinger kann man auch nicht anheben. Ich gucke hier einfach mal nur, ob ich den irgendwo finde. Und wenn ich den hier nicht finde, dann probiere ich es auch nicht weiter. Das ist jetzt sozusagen der Level, der alles entscheidet. Hier hatte ich offensichtlich schon irgendwas eingesammelt. Ich kann ja darüber abkürzen, ne? Also darüber. Nicht darüber. Okay, da komme ich hoch. Aber hier ist ja nichts. Oder habt ihr was gesehen? Naja, ist eigentlich auch egal. Wenn ihr was gesehen habt, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich gucke jetzt hier noch einmal und dann... Na, Mist. Waren diese zwei Phasen-Animationen. Hier ist der alte Oger. Oh nein! Ach komm, hier probiere ich es nochmal. Also diesen Ogre fand ich am coolsten. Der hatte so am meisten, weiß ich nicht, der hat mir am besten gefallen. Von allen Gegnern. Da kamen doch auch irgendwie Stacheln. Ja, ich wusste es doch. Und dann immer schön, dass man dann trotzdem fast da reinläuft. Also doch nochmal Hate-Mail schreiben an die Jungs und dann geht das los. Oder an die Damen, man weiß es ja nicht. Man weiß es ja nicht. Dann ist ja heute alles nicht mehr so, wie es früher einmal war. Dass die Mädchen die Super-Nerds sind, die andersrum natürlich, dass die Jungs die Super-Nerds sind und die Damen nicht. Sondern, das ist jetzt alles schön gleichberechtigt. So, die kommen nur von oben. Hier ist aber auch nirgendwo was. Obwohl ich diese Kugeln auch ganz witzig fand.
Haha, gefoppt. Aber richtig gefoppt. Oh. Die alte Statue von Pixel dem Ersten. Ah, das war ja knapp. Ja, natürlich. Fahrt hier nochmal Feuer aus. Ist ja klar. Wenn da jetzt auch noch Feuer rauskäme, ne, dann... Ha, ihr habt beide zugeschlagen und beide mich nicht erwischt. Was bin ich bloß für ein Skiller? Oh. Nee, aber ich glaube, hier finde ich auch nichts. Ich glaube, ich lasse das einfach mal und dann machen wir hier Quit-to-Menus. Ja, weiß der Geier. Ich kann dir ja noch einmal schön alles zeigen, was wir gespielt haben. Commodore 64. Aber der klang nicht so. Der Gameboy klang aber schon so. NES klang auch nicht so. Das war das Anfangsgeräusch von Super Mario World, ne? Wenn man dann gestartet hatte. Das war das klassische Amiga-Geräusch. Wenn er auf die Diskette zugegriffen hat. Wartet, ihr könnt es vielleicht nochmal hören. Das hat Gronkh auch seit einiger Zeit immer mal wieder bei seinem Stream. Beim Apple II weiß ich nicht. Master System? Das kann sein, weiß ich nicht mehr. Ja, gut. Ja, fehlt noch, ne? Werde ich mal gucken, ob ich das irgendwie nochmal freigeschaltet kriege. Dann bringe ich noch ein paar Folgen hinterher. Aber eigentlich soll es das jetzt gewesen sein. Ja, ist jetzt zu Ende, ne? Das ist ja tragisch. Ich hoffe mal, es hat euch Spaß gemacht. Denn das ist ja das Wichtige daran. Und neben Spaß machen, vor allem mir und vor allem euch. Ja, also mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Hoffe, hat man auch mitgekriegt und ja, was sage ich denn? Unten steht Version 1.2.0. Super Icon ist eine dolle Firma. Wenn ihr das Spiel gut findet, beim Zuschauen schon gut fandet, dann kann ich euch garantieren, dass es beim selber Spielen nochmal 10-mal so viel Spaß macht. Mindestens. Wenn nicht sogar 100-mal mehr Spaß oder 1000-mal mehr Spaß. Aber allermindestens. Also, wenn ihr die Entwickler unterstützen möchtet, dann kauft doch einfach mal das Spiel. Ihr werdet es nicht bereuen. Ich habe einfach mal... Ich weiß gar nicht, wie lange wir das jetzt schon spielen, aber so ein paar Stunden sind da schon zusammengekommen. Was waren das immer? So 20-Minuten-Folgen? Und ich glaube, wir sind bei 23, bei 25 Folgen müssten wir jetzt sein. Und 20 Minuten, 25, könnt ihr euch selber ausrechnen, sind wahrscheinlich 8 Stunden oder irgend sowas. Und etwas über 8 Stunden. Und ja. Also mir hat es Bombenspaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Dann, ja. Kommt gut nach Hause, wenn ihr nicht schon zu Hause seid. Lasst mir gerne ein Abo, ein Favo, ein Comment und sowieso alles da. Ihr dürft das Video natürlich gerne euren Freunden zeigen. Falls ihr keine Freunde habt, teilt es doch auf Facebook. Da finden sich doch immer einige Halunken, die das dann auch sehen wollen. Natürlich habt ihr Freunde. Das ist ja klar. So. Ja. Ohne lange Umschweife sage ich einfach mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns entweder in einem anderen Let's Play, in dem Nachfolge-Let's Play zu diesem Let's Play. Ich weiß noch nicht, was es wird, aber es wird wahrscheinlich wieder ein bisschen hüpfelig. Und ja, dann schönen Tag noch und alles Gute. Bis dann. Tschüss.